Ja, grüß Gott, Madel und Burm. Bonjour, mesdames et messieurs. Hier ist wieder der Peter vom Barbecue Altperlach. Ihr merkt schon, wir haben was Französisches gemacht. Und zwar was Wunderbares. Schaut euch das einmal an. Eine Tarte au fromage. Die Tarte ist die kleine Schwester der Quiche. Die etwas einfachere, also wenn die Quiche die adlige ist, ist die Tarte der Fachangestellte sozusagen. Und das ist ein Essen, das gibt es bei uns sehr, sehr oft. Und das ist sehr, sehr geil. Und deswegen zeige ich es euch sehr, sehr gern. Und jetzt legen wir los. Viel Spaß dabei. Ja, was brauchen wir jetzt für unsere Tarte au fromage, unseren Käsekuchen? Nicht ganz vegetarisch mit dem Schinken, den wir dazu tun. Wer mal was Vegetarisches machen will, lasst den Schinken einfach weg. Und los geht's. Für den Teig, brauchen wir ein Mehl, Butter, Backpulver, Salz und Wasser. Und für die Füllung dann Milch, Käse gerieben, das ist Bergkäse, gell? Ja. 3 Eier, also 3 Eier. Und ja, das sind so, was sind das, so 100, 150 Gramm Schinken. Das ist jetzt hier so ein gewürfelter Kartenschinken, könnt ihr Bacon nehmen. Also worauf ihr Lust habt, ihr kennt es auch, statt dem Schinken ein Lauch oder Zwiebeln da. Oder Schinken und Lauch oder Zwiebeln. Wir machen hier quasi die Basis. Und unser Tarte au fromage ist Käse und Schinken. Und jetzt machen wir das, was ich immer am liebsten mache. Jetzt machen wir den Teig. Die trockenen Sachen vermische ich jetzt einfach, also Backpulver, Salz und Mehl. Dann gehe ich einfach so mit der Gabel durch. Immer wichtig, gell? Ich habe ein schwarzes T-Shirt. Wenn man mit Mehl arbeitet, muss man immer was Schwarzes anziehen. Das nehmen wir jetzt hier in eine große Schüssel. Dann unseren Butter dazu. Ihr wisst ja, der Butter, gell? Wäre jetzt fast ein Löffel besser gewesen. Ja, ich habe Butter an den Fingern. Keine Handschuhe an. Sauerei. Ich habe Butter und Mehl an den Fingern. Das bleibt beim Teigmachen nicht aus. So, dann nehmen wir das Wasser dazu. Also wir rühren das. Zwar rühren wir das so lang, bis das auch dauert wird. Richtig? Richtig. Richtig. Ist das gut so? Ja. Und das ist optimierungsfähig. Passt schon. Da die Gläser immer unterschiedlich groß sind, mit dem Wasser immer ein bisschen vorsichtig sein. Ach, was rein. Ich hätte wahrscheinlich mit Weißwein gemacht. Und wenn es zu pappig und batzig wird, wird man einfach nur mal ein bisschen Mehl dazu. Das soll so ein fester Teig werden, gell? Schau, wie der Peter den Teig macht. Hä? Ist das nicht schön, wie der Peter den Teig. Großartig, sehr gut. Peter macht ein Teig. Und? Schön. Ist er gut so, Spassel? Sehr schön. Ist er gut so? Bist du großartig. Ich finde, Teig mache ich wirklich schön. Doofstellen schafft Freizeit. Also ich muss gestehen, ich bin kein Teigman. Überhaupt nicht, gell? Meine arme Frau, jetzt muss ich den Teig und dann geht's weiter. Und, gell, Obacht. Nicht frech sein, den Frauen gegenüber. Also wir haben hier ein Nudelholz. Ich habe den Teig jetzt wunderbar hier hin platziert. Habe den also nur mal manuell schön, wie sagt man da, gewudelt. So, fast ein bisschen groß hier, das Nudelholz. Gehen wir quer. Also das soll jetzt rund werden, gell, Spassel? Ja. Ein bisschen größer als die Form. Und perfekt, oder? Gewalzt. Und jetzt? Übrigens habe ich das wirklich allein gewalzt, gell, ohne meine Frau. Und jetzt kommt das dann über? In die gefettete Form. In die gefettete Form. So, der Franzose ist ja ein großer Freund des Trennsprays, gell? Spray du Trenn heißt das. Und das machen wir jetzt hier. Wir haben hier so eine Keramikform. Die werden wir jetzt hier einfetten. Das ist schnell gegangen. Geht wunderbar, gell? Also Spray die Tränen von die Franzosen. Und Action! Also ich nehme den hoch und lege in die Form hinein. Richtig? Ah, dann kann man das ein bisschen rumarbeiten. So. Also jetzt habe ich das hier mühevoll irgendwie in Form gegossen. Was überbleibt hier, habe ich abgerissen. Und jetzt machen wir hier ein paar so kleine Löcher rein. Wie nennt das? Löchtigabell. Unseren Schinken, den wir jetzt hier einfach in die Gusseisenpfanne, Seitenkochstelle
mache das jetzt ohne Fett, weil der hat ja hier genug Fett. Den werden wir jetzt ein bisschen anknuspern. Ja, so brutzeln wir ja ganz gemütlich vor uns hin. Ein bisschen knuspriger können es noch werden. So, das passt jetzt so langsam, schaut sehr wunderbar. Ich mache das jetzt einfach aus. Das Feuer, wie man hört. Und dann können wir weitermachen, oder? Zurück am Tag. Nehmen wir jetzt da mal den Käse hinein. Schön großzügig, gell, Spatel? Alles neu. Alles neu. Dann schauen wir, dass wir sie einigermaßen gleichmäßig hinkriegen. Ist uns gelungen, oder? Ah, schön. Ich freue mich schon, ich weiß nicht, wie es schmeckt. Wir haben das so oft. Perfetto! Unsere Würfelchen verteilen wir jetzt da auch möglichst gleichmäßig da drüber. Und wenn es nicht gleichmäßig ist, ist auch wurscht. Ah, vorne ist noch was. Das Ohr, der haben wir in der Schüssel. Und ein bisschen verquirlen. Während da drüben das Haus abgerissen. Und wenn wir die schön verquirlt haben, dann haben wir unsere Milch dazu. Genau in Mengenangaben im Rezept. Und dann gießen wir das hier da drüber. Möglichst gleichmäßig, aber es verteilt sich eh. Das ist ja fast gleichmäßig, oder? Dann nehmen wir ein bisschen Pfeffer drüber. Habe ich euch vorher natürlich unterschlagen. Und jetzt bei 180, 200 Grad ungefähr eine halbe Stunde indirekt in den Grill. Und deswegen gehen wir jetzt rüber zu unserem Keck. Schon sind wir da. Ihr werdet sehen, wir haben den höheren Rost hinein. Dann haben wir ein bisschen eine Oberhitze. Stellen unser Tartchen daher und dann machen wir fertig. In einer halben Stunde sind wir und die Tat uns wieder. Und euch nehmen wir mit. Ja, und eine gute halbe Stunde vergangen und wir schauen hinein. Ja, sieht gut aus, oder? Ein bisschen Ohrseite hochgegangen, gell, aber das kann passieren. Und ich weiß auch, wie das passiert ist. Wir haben nach einer Viertelstunde mal reingeschaut und das war ein bisschen schief gestanden. Und dann ist es auf Ohrseiten gelaufen. Also normal geht das schon auch ohne diese Erhöhung. Aber das ist ganz gut. Dann kann sich der mehr so von der Füllung will, gell, nimmt sich das Stück und der andere nimmt sich das andere. Ja, und so liegt es vor mir. Es gibt manchmal so Augenblicke. Da bist du die ganze Zeit am. Recht ist gut. Mal. Schaut es euch mal an. Unsere wunderbare Tarte au Fromage. Der Tag ist super, war der klar, aber ich gemacht. Die Füllung perfekt. Und da werden wir uns jetzt ein Stück runterschneiden. Da zeige ich es euch nochmal. Und hier nochmal ganz kurz für euch im Detail unsere wunderbare Tarte au Fromage. Und die putzen wir jetzt weg. Probiert es? Soll ich es probieren? Also, wie schmeckt, so geil. Einfach geil. Richtig geil. Sehr geil. Mit dem Käse übrigens. Obergeil. Bergkäse. Bergkäse. Bergbewohner. Ja, und einen habe ich natürlich noch, das Getränk. Ich trinke am liebsten einen Rotwein zur Tarte. Und da habe ich hier einen Rosso di Montepulciano. Man kennt ja den Vino Nobile di Montepulciano. Der ist jetzt nicht adelig, gell? Das ist ein Rosso, das ist sozusagen eine Stufe drunter. Sangiovese, also typisch toskanische Traube. Oh, schaut ganz nett aus im Glas. Ja, leicht, hat aber das typisch Tanninige von der Sangiovese. Ja, schöner roter, preislich, erträglich. Um die 5 Euro habe ich gekauft bei Lidl Online, Weinshop. Und also für das Geld ist der superb. Ansonsten hoffe ich, das Video hat euch Spaß gemacht. Macht die Tat einmal nach. Bei uns gibt es immer, wenn uns nichts einfällt zum Essen, dann machen wir die Tat, die geht immer. Verrate Herr Geheimnis, ich träufel immer noch ein bisschen Tabasco drauf. Darf ich aber nicht offiziell sagen, ja, Tabasco, aber Tarte au Fromage, das ist ja ganz schlimm. Netter Kommentar, Daumen hoch, wäre schön. Wer noch nicht Abonnent von unserem Kanal ist,
klickt da unten drauf, holt diesen Makel nach bzw. beseitigt ihn. Und ansonsten schaue ich jetzt noch ein bisschen nach dem schönen Wein hier. Und euch wünsche ich eine gute Zeit und wir sehen uns bald um 4 Uhr. Das ist wirklich gut. Perfekt.